Ford Mustang 5,0 GT Cabrio aus 2019 mit 11.500 Kilometer. Erste Hand, unfallfrei, keine Nachlackierung. Hinten an der Hecktappe hat er eine kleine Ausbesserung und vorne an der Front, an der Frontlippe hat er einen kleinen Kratzer, der ist aber rauspolierbar. Ja gut, Checkheft gepflegt ist er nicht. Er hat erst zwei Services bekommen, der Service ist jetzt fällig. Hat Saisonkennzeichen, nur für Sommer, stand immer in der Garage. Bremsen sind in Ordnung, Felgen sind in Ordnung, Reifen sind in Ordnung. Eigentlich nicht viel groß zu meckern. Hier hat er einen leichten Kratzer, der ist aber polierbar. Ja. Er hat ein bisschen Steinschlag, aber echt nicht viel. Fahrradtürkante. Da ein bisschen was. Also und die Außenspiegelkappe scheint nachlackiert zu sein, zumindest auf der Fahrerseite. Hier ist nichts Großartiges zu finden. Hier ist es ausgebessert worden. Lackwerte sind alle okay. Aufgesetzt ist er nicht. Innen drin muss er halt mal sauber gemacht werden. Verdeck ist in Ordnung, funktioniert. Einstiege sind gut. Sitzen sind gut und ordentlich. 11.500 Kilometer. Beifahrerseite sieht gut aus. Funktioniert alles top. Gucken wir uns nochmal das Verdeck von oben an. Auch hier. Sieht okay aus. Ja. Also, alles sauber, alles gut. Und endlich mal ein gelber, nicht immer ein rot oder schwarz. Also, erste Hand, nicht Checkheft gepflegt, Service ist fällig. Eine kleine Macke am Kofferraumdeckel, technisch in Ordnung, optisch ansonsten auch einwandfrei in Ordnung, wenig gelaufen, Mehrwertsteuer nicht ausweisbar, deutsches Auto vom Kögler.